Wer kennt sie nicht? Maggie Reilly, Topstar aus Schottland. Sie brachte ihre 70er-Jahre-Hits mit zur Pink Charity Night, denn auch sie will aufmerksam machen auf Brustkrebs. Zig Prominente wurden angeschrieben, die Werbetrommel zu rühren. Es kann jeder Frau passieren und ja, ich bin Mutter von 3 Kindern und das Beispiel von Angelina Jolie hat mir auch sehr zu denken gegeben. Gesundheit ist das Wichtigste in unserem Leben, ob alt, ob jung, ob dick, ob dünn, ob reich, ob arm, wenn die Gesundheit nicht stimmt, geht gar nichts. Das ist einfach für uns Frauen eines der wichtigsten Themen und ich bin so froh, dass bei uns in der Familie niemand in der Richtung gefährdet oder erkrankt ist. Sie gründete vor 12 Jahren den Verein Brustkrebs Deutschland, Renate Heidinger. Im Jahr 2000 bekam sie die niederschmetternde Diagnose. Doch aufgeben, nein, die taffe Frau gründete Brustkrebs Deutschland. Dafür bekam sie zwar das Bundesverdienstkreuz, doch Geld keines. Auf Spenden ist nun ihr Verein angewiesen. Nach der Schockdiagnose wird sofort geholfen. Wir haben einmal eine kostenlose Hotline mit 0800 0117 112, wo man uns anrufen kann und beraten werden kann. Zweimal im Monat beantworten auch Ärzte wechselnd das Telefon. Singen ist oft besser als jede Therapie, sagen diese Betroffenen. Also eine Freundin von mir, ins Detail will ich nicht gehen, die ist vor vielen Jahren am Brustkrebs erkrankt und hat jetzt schon die zweite OP und ich glaube die dritte Chemo. Und es ist schon sehr, die kommt eben aus meiner Heimatstadt und wenn sie in München ist, bin ich dann ihre Fahrerin, weil da musst du von Termin zu Termin und das ist schon sehr heftig. 30.000 Euro von SD Lauder. Die Kosmetikfirma lässt bekanntlich weltweit alljährlich 200 Gebäude rosa anstrahlen, um auf Brustkrebs aufmerksam zu machen. Das ist ein Thema, was uns alle angeht. Ich finde es auch wichtig, dass heute hier Männer sind und die sich davon nicht irgendwie ausnehmen, sondern sich auch mit dem Thema konfrontieren. Denn dass Männer auch Brustkrebs bekommen können, ist weniger bekannt. Doch allein in Deutschland erkranken jährlich 600 Männer daran. Man kriegt es ja jedes Jahr als Frau zugesandt mit einem Datum. Also einfacher, finde ich, geht es nicht. Wenn wir die Möglichkeit haben, eine Vorsorge zu machen und uns darum zu kümmern, dann sollten wir das tun. Mädels, geht zur Mammographie. Maggie Reilly und die anderen Promi-Ladies werden weiter trommeln für diese gute Sache.